Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Life is Strange Before the Storm. Da sind wir. Beziehungsweise Chloe. Wer steht da im Auto? Later, Skip. Later. Oh nee, David ist auch da. Looks like David's here. Awesome. Another letter to Max. That I'll never send. At least Journal Max won't abandon me the way real Max did. Die Unnüchtere hatten wir, ne? Genau. Ich raff es einfach nicht, kein Stück. Erstmal hast du auf Chloe versaut es und hat weiterhin keine Freunde gesetzt. Hoffentlich. Wie habe ich es versaut? In der einen Minute habe ich den besten Tag meines Lebens. Im nächsten Moment gestehe ich ihr meine Gefühle wie ein Trottel, der eine Cheerleaderin zum Tanz einlädt. Und sie hat mich abgewiesen. Was auch sonst. Aber das ist noch nicht alles. Denn kaum ist Rachel davon gestürmt, finde ich ein Auto. Das verfluchte Auto meines toten Vaters. Diese verdrehte, zerbrochene, hässliche Erinnerung daran, wie mein Leben mal war. Also habe ich zugeschlagen, offensichtlich. Und dann bin ich umgekippt und habe von Papa geträumt, der mir gesagt hat, ich sollte Rachel im Park finden. Und von Rachel, die sich selbst in Brand setzte. Aber genug von mir, wie war dein Tag? Chloe, die verdrehte, zerbrochene und hässliche. Wann hattest du beschlossen, mit mir durch zu sein? Wie wusstest du, dass es Zeit ist, um loszulassen, meine ich? Ich frage nur, weil Rachel und ich mit dieser beschissenen Stadt durch sind. Wir haben's satt. Bye, bye, bay. Aber anstatt spurlos zu verschwinden wie jemand anderes, werden wir eine Spur der Zerstörung hinterlassen. Für Rachel bedeutet das, einen verfluchten Wald abzufackeln. Irre, ich weiß. Aber ich bin auch recht irre. In Waage... Was? In Rage verwandten Neuigkeiten wurde ich endlich aus... Moment, nein. Und in vage verwandten Neuigkeiten, ja, in vage verwandten Neuigkeiten wurde ich endlich aus Blackwell rausgeschmissen. Immerhin verhinderte ich, dass Rachel von der Aufführung ausgeschlossen wird. Ich sollte unglücklicher damit sein, Schulabbrecherin zu sein, aber ich bin's nicht. Es ist nur ein weiteres verficktes Kapitel in meiner Lebensgeschichte. Also ja, Brücken abbrennen, wörtlich und akademisch. So macht man einen Abgang, Mädel. Chloe, die Austrittswunde. James und Rose. Du kannst normalen Leuten nicht trauen. Frag Rachel, ihr Vater scheint der normalste Typ auf der Welt zu sein, aber gleichzeitig ist er ein fremdgehendes Arschloch. Wenn ich darüber nachdenke, vielleicht ist das normal. Was wirklich traurig ist, ist, dass Rachel und ihre Eltern zuvor gut miteinander auskamen. James ist der neue Bezirksstaatsanwalt, weshalb Rachels Familie nach Orange County gezogen ist. Trotz seines Berufes verhält James sich nicht die ganze Zeit wie ein spießiger Gesetzesvollstrecker. Ungleich manch anderer möchte gern Vaterfiguren, die ich kenne. Rose, Rachels Mutter, scheint auch ziemlich in Ordnung. Offensichtlich liebt sie Rachel und James wirklich. Arme Frau. Was auch immer mit Rachels Familie geschieht, sie scheint ihre Eltern noch immer wirklich zu lieben. Und vielleicht ist das alles, was zählt. Ich hätte sicherlich lieber ein fremdgehendes Arschloch zum Vater als einen Toten. Ja, das glaube ich dir. Was haben wir eigentlich so für Bilder? Linse reinigen, Haube mit Aussicht. Fahrersitz. Fahrersitz war noch Episode 2, ne? Ja, 1, ne? Ja. Oder? Das alte Auto. Ne, dann war das schon Episode 2. Oh, lol. Einige neue Nachrichten. Mitglieder der Blackwell-Gemeinschaft, bitte seien Sie gewarnt, dass ein sich schnell fortbewegender Waldbrand in der Umgebung von Culmination Staatspark gesichtet wurde. Ich habe mit der Forstbehörde von Acadia Bay gesprochen, die derzeit nicht glaubt, dass eine Evakuierung nötig ist, da der Blackwell Campus sich nicht im betroffenen Gebiet oder dem prognostizierten Pfad des Feuers befindet. Bitte lassen Sie Vorsicht walten, wenn Sie vom oder zum Campus reisen. Alle Angestellten wurden angewiesen, Unpünktlichkeit für Sport und außerschulische Aktivitäten an diesem Wochenende zu ignorieren. Ah. Oh no.
Rachel. Von wo fängt's denn an? Ich hab's ins Haus geschafft, ohne dass meine Eltern was bemerkt haben. Super, du wurdest zur Spionin geboren, springst aus Zügen und so ein Scheiß. Oh Mann, wir würden so ein tolles Team abgeben. Kein feindliches Fernglas wäre je wieder vor dir sicher. Aha, währenddessen bist du undercover als Bewusstlose. Lol. Heute war unvergesslich, einiges davon war scheiße. Ja, weißt du, was nicht scheiße ist? Was? Du. Du bist auch nicht scheiße, ich weiß. Wir sollten besser schlafen gehen, müssen morgen Wells sehen. Ja, mein Fehler. Was wert? Wells ist scheiße, das Treffen war echt das Letzte. Du bist höllisch merkwürdig. Nein, du. Im Ernst, es ist okay. Gestern war es wert. Alles klar. Alben. Achso, ja gut, okay. Warte mal, das ist doch das, was ich denke, oder? Ja, der Waldbrand, alles klar. Heilige Scheiße, hast du Wells SMS wegen dem Feuer bekommen? Bist du okay? Ja, du? Ja, ich bin in meinem Zimmer. Hey, willst du nach dem Sturm rumhängen? Nee. Chloe, hast du von dem Feuer gehört? Bitte melde dich, damit ich mir keine Sorgen machen muss. Chloe, geht es dir gut? Chloe, bitte, mir geht's gut. Gott sei Dank, sei bis zur Ausgangssperre hier. Wir haben morgen früh diesen Termin. Schon wieder. Chloe, wirklich. Chloe, du kannst mir das nicht immer wieder antun. Ich tue mein Bestes. Alles klar. Gucken wir uns erstmal hier um. Are free here. Man, why didn't anyone tell me before? Drogenfreie Zone. Sie sind innerhalb 300 Meter einer drogenfreien Zone. Kauf oder Verkauf von Drogen in diesem Bereich ist eine Straftat. Aber das Nehmen von Drogen nicht? Alles klar. Das ist, glaube ich, gut zu wissen für Chloe. Oh, da ist was. Max would have loved this shit. Blackwell Academy, die Zukunft braucht Exzellenz. Aufgrund der großzügigen Unterstützung durch die Prescott-Stiftung wird Blackwell im nächsten Herbst mehrere neue Kurse anbieten, die die künstlerischen Talente der Schüler fördern. Kunst 101. Visuelle Konzepte, Einführung in Komposition, Einführung in die Keramik, Photoshop für Fortgeschrittene, Einführung in die Charaktermodellierung und Animation, Fotografie, freies Lernen, nur auf Einladung. Besonderen Dank an Caroline Prescott. Caroline. Okay. Ja, ich hab's doch. Danke, geh weg. Blackwell's criminal element strikes again. Better go before Wells pins it on me. I guess these stage lights are for the Tempest. So, das ist das erste Konfetti, klar. What could the Tempest use more of? Graffiti. All that's left is to get arrested. Bühnenhandschrift. So. Ja gut, okay, doch nicht. Alles klar. Das war das Erste, was wir machen konnten auch. Okay, gut. Und war das mit dem Auto? Doch. Im ersten Kapitel. Ja, echt so. No more extracurricular activities. No more curricular activities either. Tritt dem Vortex Club bei, 15.05.10, der Sturmparty. Blackwell Schwimmbad, alle Schüler von Blackwell willkommen. Ja, toll. Wir nicht mehr, ne? Konnte ich denn nicht gerade? Nee. Okay. Ein Schlagloch. Maybe they'll use my scholarship money to finally fix this pothole. Echt so? Oh, Elliot. Hey. Elliot and I have gone to school together since we were in kindergarten until today. Hey, Elliot. What brings Chloe Price to school on a Saturday morning? Nothing good, I bet. I was expelled. Wait, really? Holy shit! I know. I'm surprised it took this long, too. Alles klar. Do you want a hug? Nein. Let's not make a big deal out of this. Oh, sorry. Right, yeah. Was Rachel Amber involved? Yeah. And let me guess, did she get off scot-free? Well, yeah. But she tried to cover for me. Uh-huh. Anyway, what are you doing here? I thought I should come early. To grab tickets.
For the Tempest? You said we might see it together. Ah, right. Good call. Did you get my text about hanging out afterwards? Sorry, Elliot, but I'm probably gonna hang out with Rachel. You know, post-show celebration and whatever. Oh, cool. That makes sense. I better go. My mom is waiting to sic her attack mustache on me. Her boyfriend. Don't worry about it. See you around, Elliot. Yeah. Later. Keine Hoffnungen machen. Wir werden wahrscheinlich eh nicht mit ihm abhängen. Nach der Show. I guess this fire is no joke. Still can't believe Rachel started it. Hohe Alarmstufe. Aufgrund eines Waldbrands in der Gegend ist Acadia Bay auf hoher Feuersicherheitsstufe. Kenne deine Rolle. Reagiere auf einen Feueralarm unverzüglich und in geordneter Weise. Überprüfe die Notausgänge der Schule und zu Hause. Bespreche das Notfallprotokoll mit deinen Eltern oder deiner Bezugsperson. Hilf dabei, Acadia Bay sicher zu halten. Okay. So, da hatten wir schon Graffiti gemacht. Da waren wir auch schon. Ein Moped. Three guesses whose bike this is. And they all start with Miss Grant. Damn. I guess I will miss one thing about this place. Oh. Du wirst Mrs. Grant vermissen. Das lieb. Wells' car. Crushing spirits must pay pretty well. Joa. Taking pride in Blackwell Athletics means taking pride in yourself. Also the trustees and their enormous bank accounts. Ist halt unlucky, dass du nicht so viel Geld hast, ne, Chloe? Okay. Yeah. Bye. Elitist Blackwell Bird. Eine neue Verschwörungstheorie, Leute. Vögel von Blackwell sind... Ja... Was sind sie? At least I'll have, plenty of free time to take up skateboarding again. If I feel like it. So, haben wir noch was? Auto. Pisshead much? That has to be Skip's car. Yep. Denke ich auch. Oh, da ist noch was. Bierflaschen. That's what they do best here at Blackwell. Empty things out and toss them aside. It's about damn time. David, please. Mom is clearly fighting to hide her disappointment. Which, of course, just makes this worse. Hey! Chloe, your mother and I have been talking. Can we do this later? I don't think I can handle another fight right now. And who do you expect to handle things for you? Your mother? I don't need a conversation. Not with Sergeant Asshat here. I just need some space. Do not use that language with your mother. Or what, David? What will you do? You do not want to test me. Maybe if you'd try listening to me, instead of fighting me about everything, you might actually learn a thing or two. What? Like how to have no job? Or how to be a soldier? Soldiers put family and future above self and now. Getting kicked out of school? That's what losers do. You had a scholarship, Chloe. Do you know what that means? What kind of opportunity you gave up? Do you want to work at the diner? Someone needed my help. Who? Your friend Rachel? Because I think the daughter of the DA is going to be just fine. I need your help. Me, your mother. We need to get our own house in order.
Right now, what I need most of all is for the two of you to start getting along. Chloe, I don't want to fight. I care about your mother very much. And you too. I'd like for us to start over. What do you say? Sure. Reset button pressed. I am glad to hear it. From now on, I will be assisting your mother in a few areas. Like making sure that you are no longer abusing drugs or alcohol. Mom. Chloe, I'd like you to empty your pockets and place all your belongings on the trunk of the car. What the fuck? If we are going to start over, we have to know that you are not abusing drugs. If you're not, you should be eager for the chance to prove it. Mom, I don't need more discipline from you. I need my mom. I know, Chloe, and I'm sorry, but David feels... Joyce. We feel this is the best way to start fresh. Let's go, Chloe. Quit stalling. Würde er es nicht so ernst oder so streng rüberbringen, ne? Dann wäre das wahrscheinlich wieder was anderes. Ach komm. Fine. You wanna see my shit so badly? Okay, der letzte war gut. You know what sucks even worse than invading someone's privacy? Doing it for no reason. You're awfully smug for someone who just got kicked out of school. Chloe, I'm sorry. Can you forgive me? Sure. As long as you promise to never speak to this asshole again. Chloe. Joyce, you can't start apologizing now. This will only encourage her. That's enough out of you, David. We need to start treating each other better. And that means all of us. We need a new beginning. A new chapter. One that will involve the three of us together. What does that mean? We both agree that the best thing for everyone at this stage is for me to move in. No fucking way! Chloe, after everything that's happened, I'm at a loss. I need help. Exactly. We need a firmer hand steering this ship. Talk to me, Chloe. Tell me what you're feeling. Oh, kann ich streiten? Kann ich streiten? Oh. Mom, I know I fucked up. I'm a fuck-up. I'm sorry. Are you sorry? You don't even know what you're apologizing for. I've been shutting you out even though I've needed you, and you need me, and I know that. But this is not the answer. It's the only answer I have, Chloe. In a million years, I never thought you'd choose David over me. I'm sorry I took that for granted. I'm not choosing anyone over anyone else. It's about the three of us having a home together. It'll be better than you think, Chloe. Once everything's running smoothly, you'll see what a stable home can be like. Weil ich merke gerade, das war nicht die Motorhaube. Wir sollten noch alles auf die Motorhaube packen, oder? Lol. Nice. Hey! There is no home. Not if he's there. Chloe. Let her go.
She'll come home as soon as her tantrum is over. Perfekt, Leute. Es speichert gleich. Und der Part ist eh vorbei. Das ist nice. Ach, so mag ich es. So mag ich es, wenn die Spiele so ablaufen. Ich finde schade, dass man nicht selber entscheiden kann, wann man wirklich speichert. So, mit einem Dialog, klar, nicht. Geht nicht. Aber manchmal denke ich mir so, nach so einem Dialog könnte man noch schön speichern, oder nicht? So, das war's jetzt aber. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.